Sound, Sound, wo bleibst du? Ja, ich habe wieder Sound. Nice. So. Jetzt müsst ihr gucken. Ich werde. So, ich bin jetzt im Spiel und ich werde gleich jetzt sagen. Und wenn ich jetzt sage, dann klicke ich aus dem Spiel raus, sodass ihr keinen Sound haben dürftet. Und wenn dieser Moment synchron ist, sollten wir relativ safe sein. Jetzt. Also das Spiel, meinst du? Ist das Spiel jetzt soundtechnisch asynchron? Das wäre nämlich ärgerlich. Ich will nicht, dass das Spiel soundtechnisch asynchron ist. Das funktioniert doch nicht. Hast den Test nicht verstanden. Okay, ich spiele jetzt. Und im Spiel sollte man ja an den Textboxen erkennen, ob es synchron ist, okay? Weil ich kann mir, keine Ahnung, vielleicht ist wirklich einfach nur die Kamera asynchron oder so. Ist ja nicht unmöglich. Naja, guck mal hier an dem Sound dieser Textbox gleich müsste man es erkennen. Ich drücke sie jetzt weg. Der gesamte Sound oder wie? Also was ich sage oder der Ingame-Sound oder beides zusammen, dem ganzen Bild. Da steht, I'm getting to plan the Star Race. Und ja, es ist in Planung. Es ist in Planung. Es ist leider nicht abzusehen, wann es stattfinden wird. Aber irgendwann bestimmt. Hoffe ich. Ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich guck mal, ich, keine Ahnung, ich regel mal irgendwie. Ja, habe ich. Ich regel einfach mal, ich guck mal bei was für einer. Ich guck mal, bei was für einer Auflösung ich gerade streame und was für eine Framerate und verändere da eventuell was dran. Stream, da, Video. Oder ich mach mal, guck mal, ich mach mal Trick. Ich mache jetzt eine Aufnahme. Ja, was bringt mir denn, wenn ich die Kamera ausmache, wenn der Ton des Spiels dem Spielbild nachhängt? Davon hat doch keiner was.
Ja, das tut es auch. Das ist ja das Einzige, warum ich beunruhigt bin. Die Kamera wäre mir egal, aber meine, der Sound muss ja valide sein im Speedrun. Ja, ich will jetzt erstmal probieren. Ich mache eine Aufnahme. Ich mache jetzt in OBS gleichzeitig eine Aufnahme, während ich streame. Ich klatsche jetzt mal. Jetzt beende ich die Aufnahme und gucke sie mir an. Nur mein Kommentar hängt nach. Ich habe doch eben gefragt, ob auch das Spiel nachhängt. Und du meintest ja. Wenn nur mein Kommentar nachhängt, fände ich es jetzt zumindest nicht so schlimm, damit zumindest die Aufnahme des Spiels am Ende valide ist, weißt du? Wenn ich das einreiche. Wenn ich jetzt einen Rekord machen sollte. Was nicht so wahrscheinlich ist, aber ja. So, ich gucke jetzt einfach kurz in das Video rein und dann sehe ich, ob ich. Ja, ich will jetzt erstmal probieren. Ich Ob mache die Aufnahme eine zumindest. Aufnahme. Ich mache jetzt in OBS gleichzeitig. Okay, hängt auch im Spiel nach. Sehr, sehr komisch, verstehe ich nicht. Ja, mal gucken. Ja, ich mache auf. Ja, ich mache. Ja, ich mache. Soll ich die Kamera ausmachen? Soll ich die Kamera ausmachen? Ich wünschte, ich könnte ein kleines Voting im Chat starten. Nein, ich glaube, das ist das Sinnvollste. Die Kamera hat nicht so viel Wert, wenn sie nicht mal synchron ist. Mein Kommentar eigentlich auch nicht. Aber es wäre auch langweilig, wenn ich gar nichts tun möchte, tun würde. Na, aber ein Strop, oh, so anstrengend. So was Wildes mache ich jetzt nicht. Ich bin jetzt einfach ein totalitärer Herrscher über diesen Stream und entscheide, dass die Kamera auskommt. Ich trete dich gleich. Woher willst du das überhaupt wissen, ob die Kamera synchron zum Spiel ist? Ja, stimmt, genau. Ich kann an meine Mods delegieren, sowas zu tun. Finde ich okay. Zögerung, ich so hier drüben ankomme. Ja, es sind 2 Sekunden, die sind schon eigentlich nicht schön. Ich spiele mal weiter. Nein, das versuche ich nicht, damit komme ich nicht zurecht. Das geht nicht.
Dazu bin ich nicht in der Lage, während ich mich auf das Spiel konzentriere. So gerne ich das auch tun würde. Dumm-di-dumm-di-dumm. Oh, ich habe das Spiel noch gar nicht neu gestartet. Das ist nicht so gut. Das ist eine Weile her, dass ich das nicht mehr geschafft habe. Aber gut, soll's geben. Bin aber echt ein bisschen begeistert. Ja, ich weiß nicht, begeistert nicht, aber überrascht, dass ich tatsächlich einigermaßen eine Zeiten hinbekomme heute. Sogar vollendete Runs. Ich meine jetzt nicht so mega krass, aber oft irgendwie nur mit einem großen Fehler irgendwie drin, der dafür sorgt, dass ich ja, dass ich tatsächlich knapp an der Weltrekordzeit vorbeischramme. Ha 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 ha!
Das war nicht so schön. Denke ich mal. Krass, ich dachte, ich war weiter hinterher. Aber der Trick scheint tatsächlich einiges mehr an Zeit zu sparen, als ich ursprünglich dachte. Wow. Da habe ich den Sprung erst von der Plattform gemacht. So ein Mist. Und dann war es kein hoher Sprung irgendwie, weil ich die Plattform erst kurz berührt habe. Das war schade. Guckst du gerade 3 Streams gleichzeitig? Dann habe ich gestoppt. What? Richtig gierig. Dich höre ich doch auch so. What? Nicht geschafft, sie einzusammeln. Schade. Och Mann, das war ärgerlich. Ha 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 ha
Och man, das wäre eine Spitzenzeit gewesen. Das wäre eine 2,7 oder 2,8 beim Labyrinth raus gewesen. Besser als ich es je hatte. So jetzt eine durchschnittliche bis schlechte Zeit, mit der ich die Plattform nicht packen werde. Ach man, schade. Ich hätte es gerne weitergemacht. Ich habe gerade gelesen, Poro hat seine PB schon wieder um 2 Sekunden verbessert. Sehr, sehr nice. Herzlichen Glückwunsch dafür, Poro. Ich sagte herzlichen Glückwunsch dafür, Poro. Könntest du? Das waren sehr, 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 sehr gute Säulen. Bei 35 im Labyrinth dürfte auch Rekordzeit sein.
Oh Mann. Boah, wäre das krass gewesen, Alter. Och nein. Oh, verdammt. Ich war so bei 0. Ich war bei flat 0. Ich bin für eine Quill gerade zurückgelaufen. Wie krass ist das denn? Ich hätte 1 bis 1,5 Sekunden tatsächlich sparen können bei der Hälfte. Ich meine, okay, ich wusste, dass ich 2,59 im Grunde kann. Das hatte ich auch schon, bevor ich den Weltrekord hatte, ein paar Mal in der ersten Hälfte. Aber ich habe es halt noch nie in einem Run hinbekommen. Und das wäre jetzt, glaube ich, 2,58 Komma gewesen. Das wäre nice gewesen. Huiuiuiui. Das ist also drin. Und in der zweiten Hälfte ist definitiv auch noch was drin. Ich weltrikuliere gleich einfach aus Spaß einen Rasen. Nein, der Run war auch gut bis dahin. Echt schade. Wie sieht's bei Poro aus? Könntest du mir einen kleinen Live-Bericht erstatten? So wie ich das immer nicht merke. Ah,
schon ein bisschen Zeit verloren. Werde ich aber trotzdem weitermachen. Krass, immer noch eine gute Zeit. Verdammt, eine Sekunde verloren. Mein Daumen tut leider ein bisschen weh. Vom A drücken. Verdammt. Ich guck mal, wie viel ich noch machen kann. Das war schlecht. Würdest du ihm schreiben, dass ich auf den Brückenpfeiler immer mit einem würdest du ihm schreiben, dass ich auf den Brückenpfeiler immer mit einem Doppelsprung raufspringe und dass das deutlich mehr consistent ist? Das kann er gebrauchen, weil er das immer mit einem macht oder versucht. Auf den Brückenpfeiler springe ich immer mit einem Doppelsprung und das ist mehr consistent. Den Brückenpfeiler, schreib einfach Bridge Post oder so. Was? Du kannst auch sagen, dass ich das gesagt habe. Hi Sascha. Nice, dass du hier bist. Ich bin vorhin schon ein paar Mal tatsächlich relativ, also in Anführungszeichen relativ nah am Weltrekord lang geschrabt, 7 Sekunden drüber mit einer 6,05. Hatte allerdings in dem Versuch den Ball nicht ins Loch getroffen, verrückterweise. Da habe ich schon mal 4 bis 5 verloren, was heißt, der Rest des Runs war eigentlich relativ nah dran. Später habe ich noch ein paar Fehler gemacht, die dann endgültig dazu geführt haben. Vorhin hatte ich, glaube ich, eine persönliche Bestleistung beim aus dem Labyrinth rauskommen mit 2,07, was wirklich krass ist, das glaube ich 2 Sekunden unter Weltrekordzeit. Ich bin tatsächlich auf dem Weg, die Zeit nochmal ein bisschen runterzudrücken. Vielleicht kriege ich sie auf 6,55 oder so. Dann sieht sie schön ähnlich aus, ich meine zu 5,55, dann sieht sie schön ähnlich aus zu meiner 6,55 im Rollers, die ich glaube ich nicht mehr verbessern können werde. Das ist schon wirklich ziemlich nice, ja. Das war ein langsames Smashen.
Außerdem wundere dich nicht, der Mikrofonton scheint dem Spiel ein bisschen hinterher zu hängen. Oder relativ massiv sogar. Aber ja, kriege ich irgendwie nichts dann geändert. Keine Ahnung, woran es liegt. Headset und Stream Reset haben leider nichts bewirkt. Der hat halt die ganze Zeit so eine Scheiße geschrieben, wie von CSGO, what rank? Warte. Ich halte für ziemlich wahrscheinlich, dass das einfach jemand ist, mit dem er befreundet ist oder sowas. Nein. Warum? Weil der neu war. Das hat man gehört. Wie meinst du das? Ja, der hat ihn nicht gekannt. Ach so, okay. Da waren vorhin ein paar Dudes, die waren. Ja, aus seiner Schule, Klasse. Ne? Ja. Das halt nicht. Ja, okay. Das war doch ganz gut. Das nicht so. Aber ich mach trotzdem weiter. Och nein, wie habe ich die denn nicht bekommen? Das geht doch nicht. Wäre tatsächlich eine ziemlich gute Zeit beim Labyrinth gewesen. Schade. Schade, 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 schade. Na, er kriegt den. Nice. Das bist du. Das bin ich. Verdammt! Dachte ich, gucke ich mal kurz rüber auf den anderen Bildschirm und sehe Poro, beziehungsweise ein Poro spielen. Der ein ziemlich nicer Dude ist und auch vor einer Weile angefangen hat, Ukulele Toybox zu runnen. Aber es war leider mein Stream. Oh nein, was habe ich mit der Kamera angestellt? Zum Glück hat sie mir nichts Schreckliches angetan. Ha 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 ha!
Ach Mist, ich hasse es, wenn ich die überlasse. Ist schon mal eine Sekunde Time Loss oder so. Das Labyrinth an sich war ganz schön bonky, würde ich sagen. Aber ist noch eine okaye Zeit. Ich glaube, damit besteht tatsächlich sogar noch die Möglichkeit, die Plattform zu bekommen. Oder ganz knapp nicht. Oh krass, ich krieg sie. Nice. Ich hoffe, das war stark genug gedrückt. Oh nein! RIP PB. Oder? Snake Pass ist nice. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet gerade. Och, okay, damit ist vorbei. Aber ich mache einfach mal weiter, um die hypothetische Zeit zu sehen. Ach komm, jetzt ist er mal gut. Nee, okay, ich bin jetzt schon eine ganze Ecke hinter der Zeit, in der ich vorhin gedived bin. Ah, der Goldsplit war ganz nice. Und hätte sogar noch eine Ecke schneller sein können. Ich meine, ich habe die eine Quill im Dings gemisst, ne? Jetzt zu früh aufgetaucht. Das war doch ganz nett. Im ersten Level? Oder in welchem bist du? Wir haben jetzt, glaube ich, die ersten zwei Level oder so komplett. Inklusive Tutorial-Ding. Wie bitte? Drei inklusive Tutorial-Ding. Hm,
bei Best Segments wird mir warum auch immer jetzt nicht mein neues erstes Segment angezeigt. Strange. Obwohl es ja eigentlich speichern sollte. Thanks for the host, Immortal Champ. Very nice of you. I just had a gold split 1.4 seconds faster than my PB time in the first half, which is pretty nice. It was like 295.4 or something. And I'm really looking forward to maybe saving 2 to 3 seconds over the whole game. Ja, ich hab's auch schon gespielt. Wir haben es uns heute geholt, Map. Und, ja, so die ersten beiden Level abgeschlossen. Das dritte bin ich mir nicht sicher. Oh nein. Okay, Restart. This suddenly got way more interesting than I originally thought it would get. I was just thinking I had to de-rust and was maybe going to, like, get near 6 minutes 10 seconds or something, but now I'm actually scratching off seconds and maybe even possibly having the chance to world record. Hey!
that wasn't too fast. Okay, reset. Damn. So, Immortal, how are you doing? I don't get if that's actually funny because I don't know what time it actually is at your place. I'm a little sleepy too right now because we have like 10:30 p.m. I know what time it is for us, but not what time it is for him, you know? Probably like 14 p.m. I mean 2 p.m. or something. Oh, okay. So it was funny because that's not a time you're supposed to be sleepy, to be still sleepy or something. Okay. I'm a little slow, but now I got it. But time zone shift jokes, or time zone shift including jokes, are not the easiest ones to get. At least for me. Oh mein Gott. Hey, du hast die Münze gefunden. Nice. Sneaky, sneaky. Immortal champ, jokes like what you're playing in Discord are much easier to get for me. I like that. Playing Switch Virtual Console. Ha But I really don't understand Nintendo's decision not to launch the Virtual Console on launch or like a week after launch so everyone gets it and buys the whole games or something.
Not releasing it until now just doesn't seem okay to me. Or maybe they are like... programming some kind of transfer method to link the games you purchased for Wii U or 3DS or something to your Switch eShop account and be able to play the games on Switch you purchased for Wii U. That would be kind of nice. Hello. Nice you're here. I'm actually on PB pace right now, which is kind of crazy, so I'll not comment too much on the game, at least in this round. Nice. Well, that's crazy. That's a crazy time. That could actually get near a world record now. I mean, there were a few pretty hard mistakes now, but it's not impossible to get it, I think. Camera!
so gerade da. Yeah! Damit. Tight PB. Don't really know how these splits get along with that. Oh no, I actually didn't tie PB. I got like 6/10 over PB. Yeah, I guess camera is not the bad guy here, but my mistakes after my mistakes in the second half, which actually were a few, I guess they lost me like 3 or 4 seconds. So 5:55 should actually be possible. Which kind of is a crazy feeling right now. I know now that I'm able to do a 5:55, which I wasn't sure of or aware of when I started streaming today. That's crazy. For the grills, you say? Oh, and hi, Lion Coco, and hi, Timothy. Welcome here. I guess so. It could be. But that first half just was so crazy. Those are some pretty neat German skills, I'd say. Just clapped. Okay, it got working. Oh damn. Yo, camera. But I guess I saved it. Don't know how much I lost though. Let's see when I exit. I guess that's world record pace. Like Thai world record pace. Crazy. Thought that one was good.
Getting platforms, nice. I'm gonna lose some time on that, but maybe I'll tie world record pace. I'm even under it. That's so crazy with these kind of mistakes. Oh no! This one will fall like completely down or something. I'll continue. Yeah, it fell down. No reason to keep on doing anything. Yeah, that's kind of sad, but apparently I'm able to get under like faster than world record pace for the first half pretty often now, at least with the new strat and stuff, which is kind of crazy. That was a pretty fast mashing sequence. In world record, he doesn't get the call that makes you slide down at 50 calls. No, the world record does that. I'm actually holding the world record at the moment, and that's part of the route for a pretty long time now. Like, nearly from beginning. There's just no different route with a different 50th quill that makes any more sense than this. Even though it's sad that you have to slide down there. Yeah, there's also a second category, which is without the rolling. Maybe that's actually what you saw. That's pretty possible, because there's a different 50th quill. Oh no! How did I miss that quill? That was a so fast start. God, I had that. Hate that. Just would like to see on which time I would enter a labyrinth. Oh, a flat 36. That would actually have been a so nice time.
Yeah, at least I'll try. I feel like I'm only good at this demo because it's a pretty fast forward run. Like not a much not that much to learn. Yeah, not that much to learn. Pretty short time intervals to learn. I don't have to like continue runs that are screwed up for like an hour to learn the whole game or stuff. So I don't really know how I'll be at the full game. I'm not too confident to actually be one of the top speedrunners of the full game later on. Restart. Kind of want to get a new world record this evening. I mean, it's crazy to have that as a goal, but because that seemed very, very, very far away before running today, but I actually feel like this evening or this night I could actually get it with like half an hour or an hour more running, I'd be able to achieve it. But I don't know if I should do that because I'm having school tomorrow. It's only 11 p.m. There's an hour left. Well, I guess I missed a quill there, but I would still want to see. Yeah, again, a flat 36. I guess that's what I'm able for. There will never be an hour again? What do you mean? That doesn't even mean something. Woo!
Yeah, there's not gonna be any hour until the game releases. Well then what does it mean? Do you mean that there will never be time again? The time will stop now, or the time has already stopped? I feel like that's not the case. Oh, we just stopped measuring the time in hours, you say? But who will keep me from that? Moin Riddix! Ich habe tatsächlich eben den Weltrekord geteilt. Und bin deutlich in der Lage, einen neuen aufzustellen. Ich lag 2,5 Sekunden in der ersten Hälfte unter Weltrekord. That's an okay pace. Not anymore! That's bad, I guess. Warum denn Glückwunsch? Warum denn Glückwunsch? Achso, okay, für den Goldsplit, das würde ich einsehen. Aber ich habe ja keinen neuen Rekord. Ich habe ihn ja nur geteilt, also die gleiche Zeit quasi erreicht. And Timothy, that doesn't really sound like a nice thing to do, I guess. Actually got away the chest at a very late 55, which is totally crazy. Ah, bad. I'm not too sure if you are a person I would trust.
Is Poro still running? Oh. I guess he went to bed then. Oh no! No bad boys allowed in here. I guess that's the way to get rid of them, right? I can't read the chat for now, because I'm at world record pace. Nice, collected it. .209 is very nice there. Damn. 6:40? That's 6 seconds faster than his original PB like a day ago, right? Okay, so viele gleich. Ganz schön wild, aber gut, bis Mitte 2018 ist noch ein bisschen Zeit. Ich bleibe erstmal nur hier, weil... Hab dann überlegt, ob ich vielleicht tatsächlich irgendwie... Wenn ich Snake Pass Casual durchhabe... Mir mal angucke, ob sich Snake Pass irgendwie runnen lässt, any percent oder so. Wobei das, glaube ich, auch ein relativ schneller Run wäre. Unter 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder sowas. Und dann... Ja, gucke ich einfach mal bei Yooka-Laylee, was sich so ergibt. Nah. Was a second late anyways. Don't like that. Oh no, Poro also isn't online anymore. So he'll probably not come over here and watch some. Ja, mehr als 20 Minuten Runs sind auch okay, aber werden für mich, glaube ich, konzentrationstechnisch und lerntechnisch kritisch. Ich weiß nicht, ich habe eine größere Motivation, kurze Runs immer wieder neu zu starten, als bei so langen Runs irgendwie nach einer Stunde frustriert auszumachen. Das würde mich, glaube ich, total wrecken.
Ja, ich zähle auch schon runter. Ich freue mich echt sehr. The hype is real. Hype. Damn, that middle quill. Missing that too often at the moment. It's ruining my runs. But I'm on world record pace, at least until now. Let's see if after this quill I'm still. Okay, obviously not anymore by 2 seconds now. Trying to save as much time as possible over here. Nah, that was kind of slow. Nah, I don't get it. Gonna still continue doing it. At least this was nice. Still not impossible if I improve a lot over the second half now. Damn this. But let... Oh my god. Never did this mistake. No, this is not a very fast time now. That never happened. But the run was over anyways. It wasn't a good time. Still a good practice to play until this spot. Thank you.
vor. Und ich erst. Ich hoffe nur, es wird dem Hype gerecht, aber ich glaube, das wird es. PB Labyrinth Entrance, würde ich sagen. Ich werde deswegen jetzt erstmal nicht mehr sprechen. And it's over. Fuck that. Still gonna continue. Yeah, just take one of those three quotes. What the fuck? I hate that. Yeah, I'm not gonna continue for too long. Maybe till 11:30 or something. Just one or two more runs, okay? Would that be fine for you? Show me a thumbs up or a thumbs down. Ja, danke schön, Reddix. Oh!
Oh no! I got up there! What the fuck? Okay, I'm gonna end this. That's just not true. I got up the edge. And then I just fell down again. I wonder if I if you could or if I could turn Nightbot off via chat, like exclamation mark Nightbot off or something. I know, I wanted to turn him off, but then I forgot about it. But I don't wanna ban him because I'm like maybe using him later on for something more sensible or something. Oh, a good time again. Again, I missed that fucking quill. That's just not true. Still world record pace though. I hate that. That nearly cost me the run. I hope I can still do it to the platforms, because then I'd still be able to have a good split. Yeah, I'm gonna get that, even though it's not the fastest one. Oh, that was a very fast execution. Yeah, that's a nice time, I guess. Who knows? Go my right. Guess he won't. Ah! What the fuck am I doing? These runs are so good. And then I do stuff like that, like failing the ball. He's literally staying in place and I just have to go to the right angle and push him and I don't get that right. Then I fall off this edge, like, without jumping. What's that? I actually don't think I'm too sleepy to play at the moment, because then I wouldn't be able to execute all the tight movements and stuff.
Like on the other times when I got sleepy, I wasn't still I wasn't able anymore to execute those. I don't know. I'm actually not mad at all at the moment. I'm only mad over myself when I do these kinds of mistakes, ruining runs that would possibly get to a world record, which is the goal, obviously. Yeah, yeah, that's the case. Mad over myself, mad at myself. I don't know. I don't know if I said it right or wrong. I don't even know which one is right. If this run will get like anyway and any like halfway done or something, then this is gonna be my last run, I guess. Otherwise, I'll continue for one more try. Oh no. Okay. This was not halfway through the first half, so I'm gonna go for one more try. Try 1353. Oh, I've actually just surpassed the lead try. I'm really sad I didn't announce that or something. I wonder what my lead try was. If it was a good one or like an instant retry or something. Is someone still there, except of G-Star? Just wondering. Didn't manage to ground pound. What the fuck? Now I'm over 2 seconds behind. That can't be a good run anymore. Yeah, I guess that's where to stop.
for today. I'm gonna look real quick if there's someone streaming that I follow, that I really like, that I might host now with my few viewers that are still there. Oh no, my stream starts. I was too dumb to look at who I follow. Sometimes I just don't find it. So, hosting. No one's live. Ah, that's bad. Is there someone streaming any ukulele? No, just me. Okay, then there's no one I know. I wish you all a good night. Or a good day. Whatever the case is at your place at the moment. So, thanks for watching. I'm happy finally there were some people there watching. I'm really, really looking forward to now continuing to stream more often again, tackling my world record, trying to improve it until 5:55. That's the goal. That's set now. So, bye-bye.